Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. So, in der letzten Folge, da haben wir hier ein Viertel eingenommen. Wir sind jetzt der neue Boss dort. Und jetzt als nächstes sollen wir hier irgendwo hier jemanden konfrontieren. Charlie Kincaid. Ja, und das machen wir mal. Ich glaube, die meinten, das ist irgendwo in der Nähe von so einer Kirche oder so. Und Schätzchen, ich er will reißt jetzt mal seit fünf schauen. Jahren nebenbei andere Frauen auf. Wir haben ihn doch gerade erst gestern Abend draußen gesehen, mit einem Mädchen, das jung genug war, um seine Tochter zu sein. Oh, ja, Das ist in wirklich? jeder Beziehung falsch, So, finde ich. cool, ein Käfer. Nehmen wir mal mit. Keiner hat mich gesehen, also könnt ihr wieder gehen. So. Scheiß drauf, ich rufe die Bullen. Oh nee, oder? Wer? Scheiß drauf, ich rufe die Bullen. Polizei nennt man das. Schnell, 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 schnell. Wo kam denn der Typ überhaupt her? Der hat mich nicht gesehen, ne? Nö. So, ich will aber jetzt diesen Wagen da. Der gehört jetzt mir. So, danke. Hier hin. Musik aus, bitte. Danke. Warum, rum? Oh, guck mal, hier ein Cabrio. Oh, der gibt auch ganz schön Gas, ne? Ah. Auto war eigentlich umsonst. Das war ja hier in der Nähe. Okay. Komme ich jetzt da ungemerkt rein? Lange nicht gesehen. Sind das meine Feinde? Glaub schon. So, ich schau mal. Hab Richie gesagt, er soll Charlie nicht die Verantwortung für das Heroin überlassen, aber er hat auch bestanden. Wäre Charlies Vater schuldig oder so? Charlie ist nicht halb so viel wert wie sein Vater, verdammt. Wenn der Nigger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn und danach kümmern wir uns um Charlie. Ja, ist da noch jemand? Ah, guck mal, da kommt jemand. Komm her, Freundchen. Oder haben mich mehr gehört? Leise. Keine Zeugen, keiner hat mich gesehen. So, den bringe ich mal hier hin. Auf den sieht die nicht. Okay. Keiner hat was gesehen. Und hier? Ja, komm her hin. Komm her, Freund. Und tschüss. So, da war doch noch jemand. Moment mal. Da war noch einer. Hier. Und du auch, Tschüssi? So, wo war denn der Typ? Der war doch hier. Komm ich hier rein? Was denkst du, macht Georgie, wenn er merkt, dass all seine Dealer überfallen werden? Richie wird er auf jeden Fall töten. Vermutlich auch Charlie und Mel. Scheiße. Wenn es dazu kommt, mache ich mich dünn. Georgie findet mich da draußen in den Sümpfen nie. Charlie hat alle Jungs zusammengerufen. Alles okay. Müssen uns nur mit wem labert und der warten, Typ? Bis der Nigger kommt. Ist da noch jemand hier? Nee. So, jetzt sollte mal jemand kommen. Ah, da. Okay, ich hoffe, die sehen uns nicht, wenn der jetzt kommt. Ich seh ihn. Verdammt, die haben mich erwischt. Ich werde dich zweiteilen. Wachposten aber nie. Verdammt. Ich glaube, ich wechsle mal die Waffe hier. Okay. Ich gehe in Deckung. Okay. Wo sind die Typen? Hier war doch noch irgendwo Geld, oder? Da. Wo seid ihr? Kommt raus. Ihr Schisser. Da ist einer. Komm raus, komm raus.
Leise. Klar mache ich euch fertig. Das Anwerben meines... Ah, wo ist der denn, der Boss da? Ah, ich darf den nicht abschießen. Okay. Munition ist alle, muss nachladen. Ja, danke, dass du so laut sagst. So. Komm her. Kuh anwerben. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Brutal, wenn halte Kuh gedrückt. Okay. Gesichert, Heroingeschäft. Ey, ich will das mitnehmen. Ich will dieses Porträt mitnehmen. Mario an Enter Cassandra zuweisen. Verbesserungsverlauf ansehen. P. Okay. Okay. Ja. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Ja, so leicht geht das, ne? Okay, können wir das jetzt mitnehmen da, das Porträt? Ah, da kommen die schon. Yeah, unsere Gang. Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Ja. Der ist wohl vor Gericht, ne? Heringeschifft. Okay, gut, nehmen wir das mal mit. Direkt. Erledige Richie Duque. Okay. Rede mit Cassandra. Haben wir auch gemacht? Ah, das haben wir alles erledigt. Okay. Da höre ich irgendwie das Radio. So, hier wollen wir raus. Hallo Leute. Was müssen wir jetzt machen? Hier, rede mit Cassandra. Sammy's Bar, wie viel Kohle haben wir denn? 3000. Okay, wir wollen erstmal hier hin. Wir wollen erstmal dahin. Wie weit ist es? 300. Gut, wo ist unsere Karre? Wie bekomme ich denn jetzt eigentlich Geld her? Das würde mich interessieren. Das gehört ja jetzt uns. Wo ist denn mein Käfer? Oh, nehmen wir einfach den hier, ne? Hallo. Los, raus! Raus! Du Arschloch! Das Auto ist alles, was ich habe! Na und? So schnell wie ihr könnt! Ah, zum Glück ruft er nicht die Bullen. So. Wo war nochmal Cassandra? Die war doch hier, ne?
So, da war die. Okay. Kommen wir hier rein? Ja. Hallo, bist du... Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter. Ich war spazieren und sie hat mich geschnappt. Das ist alles. Du gehörst zur Dixie-Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays? Was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Und tschüss. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Okay, Richie Ling, du hast den Heroinhandel und die Position übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie Mafia aus ihrem Loch gelockt. So kommst du an Marcano ran. Enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Leutnants und Capos. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh unter Lady Witch Duke hier und schnapp dir das Hollow. Okay. Wo muss ich denn zuerst hin? Sprich dein Gebet. Ein Gebet. Heroin. Aha. Verdienst. Kann ich das denn nehmen oder was? Versuchen wir jetzt dahin und irgendwie Geld zu nehmen. Kein Plan, ob das geht. Wer mich sieht, wieder jemand. Die Bullen müssen davon erfahren. Ah, Rollsuse, komm. Tschüss. War ja mal wieder klar, ne? So. Schade, dass ich nicht mein eigenes Auto habe. Das wäre nämlich viel, viel besser. Ups. Ups. So, schauen wir mal, ob ich hier irgendwie Geld bekomme. Caution steht da. Hier, da sehe ich schon Geld. Da sehe ich schon Geld rumliegen. Ja. Ups. Hä, komisch. Wo ist das denn? Hier? Und dann hier rein oder was? Ah, das ist meine Karre. Okay. 250. Hier gibt es eine Weste. Ja, damit. Schussweste erhalten. Hier gibt es noch Geld. Und was gibt es hier noch? Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Und hier gibt es auch noch eine Karre, ne? Kann ich die Waffe auch nehmen? Anscheinend nicht. So. Ja.
Wieso geht das hier nicht auf? Oh, was ist das für ein Mist jetzt? Hier nehme ich halt diese Karre. Hört ihr nicht uns oder was? Müssen wir trotzdem kaputt machen. Weg da. Moment mal. Hier, Heroinhandel 34. Gut, dann gehen wir ein bisschen Geld ablagern oder sollen wir mal angreifen? Wir gehen erstmal hier ein bisschen Geld weglegen. Ich weiß zwar nicht. Waren wir denn da richtig? Das war doch nicht richtig hier. Oder? Moment mal, ich will nochmal hier auswählen. Hier. Sind wir da? Das ist es. Okay, das ist es wohl. Okay, komm. Gehen wir jetzt hier hin. Bisschen Geld weglegen. Weg da. Weg da. Müssen wir da immer die Sachen besuchen, damit wir an Geld kommen? Scheint so, ne? Hm. Oh, ein bisschen driften hier. Jetzt. Schade, dass man nicht driften kann. Ja, bis jetzt hatten wir noch keinen Stress mit der Polizei. Ups. Ja. Oh, hey, willst du mich überholen oder was? Hier. Rally. Ja, ja, okay. Wo war mein Haus? Hier. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal ein Kickback für dich Wirtschaft. Verfügbare Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt. Gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Du hältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse, weise ihnen Geschäfte oder Bezirke zu oder für Show. Eine Information für mehr Kickback. Aha. Wie geht das denn? Kann ich die anrufen, oder? Das ist der Waffenhändler hier. Der wird noch jemanden erschießen. Ach Quatsch. Ist doch nicht. Wie geht das denn jetzt hier? Wie kann ich ihn zuweisen? Nachtclub? Ah, Kickback hier. 700, hier sehe ich viel Geld. Okay. Okay. So. Ja, ich will jetzt erstmal hier Geld weglegen. Muss ich dafür runter? Ja. Wo war denn unser Tresor? Hier, oder? Ja. So. Und wo spielt denn da die Musik? Geht die nicht aus? Ah, habe ich jetzt alles weggelegt? Ja, habe ich. Okay Leute, gut, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was hier in Delray Hollow los ist. Also, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Almorema. Tschüss.